herzlich willkommen zum 5. Fund Experts Forum hier im Gottlieb Duttwiller Institut in Rüschlikon. Challenging Growth ist das Thema von heute. Und Wachstum beschäftigt Sie alle, jeden Tag. Aber der Weg ist steiniger geworden. Und wir hoffen natürlich sehr, dass mit den Diskussionen, die Marc Dittli, der Chefredakteur von der Finanz und Wirtschaft, leiten wird heute, dass Sie Antworten kriegen auf Ihre Fragen. Ich freue mich auf die nächsten anderthalb Tage, die wir zusammen hier im Gottlieb Duttweiler Institut bestreiten werden. Wir haben viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir werden aus der Vogelperspektive eine der großen Themen anschauen, die die Welt, die Finanzwelt beschäftigen. I think it's absolutely clear that a fundamental problem that the world economy faces is that there is too much debt in the world economy. Banks can create credit money and purchasing power which didn't previously exist. And increasingly over time, banks allocate that purchasing power not to fund new investments in productive businesses, but either to fund consumption or to fund the purchase of assets that already exist, and in particular, real estate assets. Für mich ist die politische Problematik nicht jetzt. Für mich ist die politische Problematik, wenn ich in 3 bis 4 Jahren in Europa nicht Wirtschaftswachstum sehe. Und dann kommen die Fliehkräfte noch stärker. Und das zweite Problem, das ich sehe, ist Brexit. Wenn die Prognosen meiner Zunft, den Ökonomen, nicht eintrifft, dass wer aus der EU raustritt auf die, Entschuldigung, Schnauze fällt ökonomisch, dann haben sie ein anderes Problem. Das Problem der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere südeuropäischer EU-Staaten, ist im Wesentlichen ungelöst. Marginale Fortschritte, aber keineswegs von der Größenordnung, wie wir das eigentlich haben wollten. Und die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist so stark im unkonventionellen Territorium, dass es sehr schwierig ist, Prognosen darüber abzuleiten, wie man da wieder rauskommt. Was dazu kommt, auch aus der politischen Forderung nach sicheren Banken, wenn das ganze Basel III-Thema und dann noch Basel IV kommt, dann wird die Kreditversorgung weiter eingeschränkt und das könnte natürlich weiterhin Druck auf das Wachstum geben. Ja, was kann ich dem noch beifügen, außer beizupflichten in vielen Argumenten? Vielleicht das, dass ich natürlich gar keine Freude habe, wenn ich sehe, dass Handelsbarrieren wieder aufgebaut werden. Das hat mich dann schon erstaunt, auch so die Reaktion auf die Wahl Trumps. Gut, das ist ein Republikaner, Steuernabbau, das kann oder wird stimulierend wirken. Im Jahre 2016 war mir zum ersten Mal die Idee gekommen, es könnte ganz anders laufen. Es kam da keine Doomsday-Gefühle, sondern ein Negativszenario dämmerte mir hoch. In meinem Kopf. Brexit wird stattfinden, Trump wird gewählt und Marine Le Pen wird gewählt. Und plötzlich sind wir in einer anderen Welt. Wenn sich die USA auf sich selbst zurückziehen, bedeutet das, dass sie von ihrer globalen Rolle Schritt für Schritt Abschied nehmen. Wenn Sie mich fragen, wer wird der große Gewinner von Trump sein? Ich meine, das wird eindeutig China sein. Weil China in die Position einrücken wird, die die USA räumen. Take it further. That's the message. It's useless if you do something and nobody continues to carry on and do better. You need pioneers in the beginning to show that it's possible, and you need the rest of the world to take it further. We have growth on the program here. That's the reason why most of the people come today. How can you stimulate growth? Well, you cannot stimulate growth in our world today by continuously bringing on the market exactly the same thing than before.
I think we should think of a policy triangle or triad, if you like, more than the traditional fiscal versus monetary policy mix. There are many financial risks that are not worth taking socially. And that means that we have to be much more careful in terms of regulation. We will make mistakes in regulation, but it's better to make mistakes too much than not too little. And the question is, what is wrong? What is wrong in our paradigm that we don't see? And that leads back to what was discussed yesterday with Erda Turner, this discussion of secular stagnation. And what I see as the main problem is that we have a kind of chronic demand deficiency in the global economy, and this demand deficiency comes from growing inequality, declining wage shares in the globe, in almost all countries, very low wage increases, and this creates a demand gap. Wir leben in einer Wirtschaft, in einer Unternehmenswelt heute, wo viele Firmen, und das Begriff Zombie Firma Unternehmen ist tatsächlich, denke ich, ein Begriff, wo viele Überkapazitäten fahren können etc., weil die sich zu null oder sehr tiefen Zinsen überhaupt verschulden können und einschließlich gewisse Staaten. Und man kann natürlich nicht plötzlich auch hier in Europa zum Beispiel 5-6% Zinsen in Italien haben, aus inflationären Gründen oder was auch immer, weil die können sich das einfach nicht leisten oder bezahlen. Eine meiner großen Sorgen ist jetzt aus Sicht des Beitragszahler in Vorsorgewerke, dass wir ein Erstsäulensystem haben, das völlig ungeeignet ist, und ein Zweitsäulensystem, das auf Liquidität setzt und tägliche Bewertbarkeit, wenn eigentlich langfristige Anlagehorizonte, zum Beispiel für Venture Capital, ja völlig gegeben wären. Ich glaube, das ganze System ist komplett falsch konstruiert in der Schweiz. Da gibt es viel bessere Lösungen. Also natürlich kann man nicht im großen Stil in Private Equity oder andere sehr attraktive Vehikel oder sogar Immobilien direkt in der Schweiz jetzt investieren, wissen, dass natürlich das Vermögen wird schneller und schneller schmelzen. Also darum hoffen wir, dass wir wieder ein bisschen Visibilität wiederfinden mit einer Lösung, irgendwelche, aber eine Lösung, die uns erlaubt, ein bisschen weiter zu sehen und in anderen auch Asset Classes vielleicht ein bisschen illiquider investieren zu dürfen und auch hoffen, dass das eine etwas höhere Rendite damit verbunden ist. Wenn man heute alle gelisteten Firmen in den USA anguckt, ja, und guckt, welche nach 1980 gegründet wurden, dann sind 42% von denen irgendwann mal VC finanziert worden und repräsentieren 63% des Market Caps. So, die sind 25 Jahre älter, das kommt jetzt alles hier. Das heißt, VC als Finanzierungsform auf einer breiteren Ebene in Europa kommt jetzt erst. High quality speakers from different fields, very well organized group sessions, and of course, you know, the big players, the big names always come here to speak with us. It's a very good combination of interactive forums, but together with keynote speakers and panel discussions. The keynote speakers formed a very good mix between economic and policy background.